Wir sind wieder in einem richtig geilen Keller, wo sonst keiner reingehen würde. So, ich habe mich hier schon umgeguckt und wir sind schon die ein oder anderen Ratten über die Füße gelaufen. So, jetzt nehme ich euch mal mit. Hier wird gerade umgebaut, ne? Also fängt hier schon an. Du kommst hier rein, du riechst schon, wie die Ratten hier hausen. So, da liegt überall Rattenkot. So, wir haben wieder kaputte Abwasserleitung. Da kommen sie aus dem Mauerwerk, wo die Leitung langläuft. Hier ist so ein altes Archiv. So, hier liegt überall Kot, schön zerfressen. Schon richtig. So, geht aber noch weiter. So, da geht's ins Dunkel. So, sollte jetzt Licht angehen. So, hier haben wir Material, bauen wir hier gleich mal schön was auf. So, und da sitzen sie wieder unter der Bodenplatte. Ist alles kaputt gefressen. So, hier, es liegt altes Baumaterial. Hier, überall. So, jetzt haben sie hier so ein altes Kissen zerpflückt und sich ordentlich eingenistet. So, die ganzen. Hier so ein alter Putzsack. Hier, guck mal, wie die hier drüber laufen. Genial. Richtig geil. Also, wenn wir hier wieder fertig sind, kann man hier wieder richtig ordentlich tote Tiere absammeln. Guck mal, wie viel Rattenkot hier liegt. Das ist unglaublich. Da kommen sie wieder raus aus dem kaputten Mauerwerk. Da wieder die Schmierspuren, ne? Da rennen sie rein, raus. Hier drunter wird wahrscheinlich auch. Ja, was ist das? Ja, hier läuft eine Abwasserleitung lang. Ist wieder ganz klar. So, hier das Resümee aus dem richtig geilen Keller, wo so starker Rattenbefall war. Und jetzt zeige ich euch das mal. So, das ist der Keller, in dem wir vergangene Woche waren. Hier mit diesem Archiv, wo alles zerfressen ist. Und heute ist Nachkontrolle. Jetzt gucken wir uns das Ganze gemeinsam an. Ja, überall haben wir was platziert. Aber hier haben wir Nummer Uno, Nummer 2, Nummer 3. Da hinten liegt keiner, soweit ich das gesehen habe. Aber hier, schaut mal, ne, da habe ich mir gerade schon so weit ein bisschen angeguckt. Aber guckt euch das mal an. Jetzt ziehen wir das Ganze mal raus da. Scheint eine junge Ratte zu sein. Guck mal, wieder Kannibalismus betrieben. So, die ist hier im Eingang verreckt. Und ja, die Tiere, die dann da aus diesem Loch kamen, haben sich gedacht, ja, das ist schön einfach, fressen wir den Artgenossen. Ist gar nicht untypisch. Boah. Ja, jetzt legen wir nach und dann kriegen wir das Problem hier auch in den Griff. Und mit langfristiger und regelmäßiger Kontrolle, dann wird es auch hier einigermaßen schädlingsfrei.